Hurra! Wir sind einen langen Weg gegangen. Und damit kommen wir jetzt zum Management Summary. Rufen wir uns nochmals in Erinnerung, was wir machten. Wir schrieben einen Businessplan, bei dem wir sehen, wo wir sie heute stehen. Was ist Ihr Traum? Wohin wollen Sie? Auf welchem Weg? Mit welchen Mitarbeitern? Welchen Partnern? Welche Kunden sprechen Sie an? Mit welchen Produkten? Wo liegen die Gefahren? Wie schauen die Finanzen aus? Und auf welchen Märkten bewegen Sie sich regelmäßig? Und das alles war sehr ausführlich bis anhin. Und das fassen wir jetzt kurz zusammen im Management Summary, der Kurzfassung. Was ist die Aufgabe des Management Summaries? Es soll prägnant und kurz Geschäftspartner und Kapitalgeber informieren und begeistern. Wenn ich das Management Summary lese, dann muss ich spüren, wow, das ist eine spannende Idee. Tolles Team. Da will ich mehr wissen. Wie machen Sie das? Beschreiben Sie das Produkt und die Geschäftsidee. Zeigen Sie die Erfolgsfaktoren. Weisen Sie auf die Risikofaktoren hin. Nichts verheimlichen. Zeigen Sie Kompetenz, dass Sie wissen, wo die Gefahren lauern und dass Sie auch wissen, wie Sie das anpacken. Sagen Sie, welche Ziele Sie erreichen wollen. Und was ist besonders wichtig dabei? Halten Sie sich kurz. Ich weiß, wenn ich mit Unternehmensgründer rede, dann kommt oft ein Einwand, wenn es um den Businessplan geht. Klauen Banken, Business Angels und Venture-Kapitalfirmen ihre Idee? Und auf diese Frage gibt es eine einfache, klare, unmissverständliche Antwort in einem Wort: Nein. Vergessen Sie es. Diese Firmen wollen mit Ihnen Geschäfte machen. Wenn die anfangen, Ideen zu kopieren, zu klauen, dann sind die out of business. Funktioniert nicht. Sie können absolut mit gutem Gewissen Ihren Businessplan rausgeben. Vor allem auch noch, weil, und davon bin ich überzeugt, Ideen werden von Gründern meist überbewertet. Ja, ich weiß, das hört sich hässlich an. Natürlich nicht Ihre Idee, aber eben doch auch Ihre Idee. Denn entscheidend ist allein die Umsetzung. Ich sage das überzeugt. Wie Sie sehen, habe ich hier einen Businessplankurs gemacht, basierend auf einem Geschäft, das wir in Kalifornien umsetzen. Sie bekommen hier einen Haufen Insights. Sie wissen, wie wir funktionieren. Sie wissen unsere Strategie. Sie wissen, wen wir ansprechen, über welche Partner. Und ich mache das, ohne dass ich Angst habe, weil ich weiß, nur die Idee allein, die bringt noch überhaupt nichts. Es muss immer noch jemand umsetzen können. Deswegen geben Sie Ihren Businessplan raus und holen Sie so viel Feedback wie nur irgendwie möglich. Was wollen die Kapitalgeber wissen? Welche Fragen haben Sie? Die wollen in diesem Management Summary erfahren, was ist die Idee? Dann kann das Team die Idee umsetzen. Hier ist es wieder mit der Umsetzung. Welche Ziele verfolgt die Firma? Und gibt es überhaupt einen Bedarf dafür? Was ist das Leistungsangebot, um diesen Bedarf zu decken? Warum kauft der Kunde dieses und kein anderes Produkt? Kann man die Idee schützen oder gibt es Eintrittsbarrieren für die Konkurrenz? Die Kapitalgeber fragen auch, welche Rechtsformen hat die Firma heute und in Zukunft? Wo steht die Firma heute? Was ist wann geplant? Was möchten die von mir? Was muss ich als Investor denen geben? Und warum sollte ich denen das Geld zum Beispiel geben? All diese Fragen werden hier wieder strukturiert aufgegangen. Also Sie können hier Management Summary klicken und dann sehen Sie schon mal die Geschäftsidee und den Hintergrund. Bevor Sie sich jetzt überlegen, ja, was schreibe ich hier? Sie haben die ganze Arbeit schon gemacht. Sie mögen sich erinnern, bei der Analyse hatten wir diese Grafik. Es gibt Surfcamps auf der ganzen Welt. Aber hier in Kalifornien gibt es noch keinen. Also, Geschäftsidee und Hintergrund. Es gibt Surfcamps auf der ganzen Welt, Bali, Marokko, Frankreich, Australien. Aber es gibt kein Surfcamp für Erwachsene in Kalifornien bis heute und das ändern wir. Damit ist dem Investor gleich klar, um was es hier geht. Jetzt wird es sich als nächstes fragen, was ist das für ein Team? Kann es das umsetzen? Deswegen kommt hier die Beschreibung. Ja,
Wir sind der kalifornische Surfer Dave und der Europäer Daniel Niklaus. Dann haben wir als Investor, dann weiß ich, okay, da gibt es einen Surfer in Kalifornien vor Ort und da gibt es einen Unternehmer in Europa, wo dann vielleicht die meisten Kunden herkommen. Und dann kann ich mir sagen, ja, das könnte funktionieren. Als nächstes schauen wir uns die Vision an. Auch hier haben Sie schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Zum Beispiel unter Strategie auf dem Businessplan-Tool finden Sie, welche Kunden Sie ansprechen, welche Märkte Sie ansprechen. Und das übernehmen Sie dann wiederum ins Management Summary. Einfach kurz zusammengefasst. Kalifornien ist der einzigartige Ort, der Menschen seit Jahrzehnten träumen lässt. Ja. Diesen Traum bieten wir mit The Cali Camp. Okay, wir haben ein Surfcamp für jung und jung gebliebene Erwachsene. Wir fahren von San Diego bis nach Los Angeles. Und damit weiß der Investor, okay, wohin wollen die, wie positionieren sie sich? Das Leistungsangebot haben wir auch schon aufgeschrieben, nämlich Surfwochen für Singles, Paare und Kleingruppen. Na, hier müsste ich wahrscheinlich besser schreiben für Alleinreisende. Es geht ja nicht darum, ob die Singles sind oder nicht, sondern Alleinreisende. Surfkurse für Besucher des Camps, täglich neue Spots, Flughafen-Pickup-Service, was ist der Kundennutze? Okay, Flughafen-Pickup-Service ist ein Rundum-Angebot. Ich werde abgeholt, ich surfe in kleinen Gruppen, damit es sicher ist. Die Surfguides sind dort aufgewachsen, damit ich schnell Lernerfolge erziele, weil es die wirklich können. Ich fahre verschiedene Spots an, also ich entdecke San Diego, von San Diego bis nach L.A., die Gegend. Also es ist mehr als Surfen, es ist ein ganzes Erlebnis, eine Surf-Safari schon fast. Wenn die Frage kommt nach der Schützbarkeit oder Eintrittsbarrieren für die Konkurrenz, wir jetzt zum Beispiel in unserem Fall haben nichts, dass wir patentieren lassen können, dann lassen Sie es einfach weg, müssen Sie nicht ausfüllen. Die Rechtsform, die bisherige, keine, die Firma ist neu, also wird es in Zukunft eine Aktiengesellschaft sein. Den Handelsregistereintrag, den werden wir bei Gründung machen. Was haben wir schon erreicht? Immer spannend für einen Investor, wenn er sieht, ah, guck, die haben schon einen Wiederverkäufer Wavetour gefunden und die haben auch einen zweiten Wiederverkäufer gefunden, Sunrush. Boah, die offenbar gibt es Wiederverkäufer, die an die Idee glauben und das sind ja Profis. Gutes Zeichen für mich als Investor. Ja, das könnte funktionieren. Da glauben auch noch andere, nicht nur die Gründer. Dann haben sie eine Marktstudie gemacht mit 300 Teilnehmern aus der Zielgruppe und das zeigt da offenbar ein klares Bedürfnis. Im Management Summary muss ich noch nicht mehr wissen. Hinten kann das alles schön beschrieben sein und beigelegt als Beilage, aber jetzt nur die kurze Zusammenfassung. Was haben Sie für Meilensteine? Okay, bis Ende Januar, Anfang November wollen Sie den Businessplan fertig haben und einen Entscheid der Gründer, ob Sie das machen. Dann wollen Sie die Website online haben bis zum 15.02., die Marketingaktivitäten starten und die Saison wollen Sie im Mai starten. Ja, klare Ziele, klare Meilensteine, da weiß ich, wann was passiert. Hier gibt es allfällige Anträge, zum Beispiel einen Antrag an die Bank, Antrag an die Aktionäre, was wollen Sie? Und dann zum Schluss, warum sollte man es machen? Hier noch übrigens kurz Anträge, Anträge an die Gründer, jeder Gründer bringt 15.000 Franken ins Geschäft ein. Hier, warum sollten wir das tun? Und Argumente, na, nur einer kann der Erste sein. Richtig, das Geschäftsmodell Surfcamp funktioniert auf der ganzen Welt. Da ist es naheliegend, dass es auch in Kalifornien funktioniert. Und es hat nur einer die Chance, dies als Erster zum Funktionieren zu bringen. Das sind wir in diesem Moment, wenn wir es jetzt machen. Es hat ein riesiges Potenzial. Wir könnten also nicht nur ein Camp haben, sondern wir könnten bis nach San Francisco eine Kette aufmachen. Sich als Investor, wow, da ist auch Wachstumspotenzial drin. Und das Argument, es macht einfach Laune, darf man auch machen. Unternehmertum ist auch Spaß. Gibt es ein Geschäftsmodell, das mehr Spaß macht? Ich persönlich finde, sicher für andere, mir macht es auf alle Fälle Laune. Das alles zusammengefasst ergibt das Management Summary. Und wenn wir an diesem Punkt sind,
Dann können wir zu den Grundinformationen zurückgehen, das Druckersymbol klicken und jetzt wird entweder hier ein Fenster bei Ihrem Browser aufgehen, je nachdem mit was für einem Browser Sie surfen, oder hier unten wird ein Word-Dokument abgespeichert. Und dieses Word-Dokument hat dann alles, was Sie jetzt im Businessplan-Tool geschrieben haben. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis. Wir haben hier die Zusammenfassung, das Management Summary. Wir sehen den Markt, die Analyse, die Strategie, die Maßnahmen, die wir aufgeschrieben haben, die Planrechnung, die Beilagen, die Anhänge. Alles schön, super zusammengestellt mit einem Klick.